Also doch, Diaz, der gute Herr. Ist er auch Mr. Coke? Da war das ja irgendwie naheliegend, dass der da mit drin hängt. Was haben wir denn hier eigentlich stehen? Ken Rosenberg and Co. Lawyers. Since 1984. Also seit 2 Jahren ist er erst hier, der gute. Die Geschworenen. Oh, for God's sake, it's you. Oh, jeez. I'm gonna need new pants. Hey, those psychos from up north, they've been on the horn, and they're coming down here soon. Now, where is the goddamn money? Relax, relax. We're not at that part oh, yet. Oh, I thought that you were taking care of this. I really did. And now those Guidos say we gotta do them a favor. You mean I gotta do them a favor? Oh, of course that's what I mean. Do I look like I can intimidate a jury? I couldn't intimidate a child, and believe me, I've tried. Now look, it's either that or Ferrelli's cousin Giorgio gets 5 years for fraud. You gotta take these guys out! I understand. Help the jury change their minds. Don't worry about no, it. No, 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 no! I tried that! The jury case didn't go so well. So make them change their minds. Was jetzt ein wahnsinniger right, Unterschied more macht. Crap to wipe up. What did I do wrong in a past life? Na, so ein Zufall. Dieser Hammer wäre nützlich, tatsächlich. Florida, moron. Tab, okay. Dann nehmen wir auch gleich das Auto, das kann auch nützlich sein. Denn der gute Herr scheint jetzt einen Schock zu haben von dem Unfall und erstmal Bus fahren zu wollen. Also dürfen wir jetzt Geschworene mit einem Hammer verprügeln, oder wie sieht das aus? Fangen wir mal hier oben an. Die Kiste ist schon ziemlich, ups, ziemlich kacke irgendwie, oder? Also ich meine, klingt jetzt nicht mehr so gut. Oh, Radio Espantoso! Daran kann ich mich noch erinnern. Ach, das Auto. Na gut. Wir können das Ding auch so schrotten. Na gut. Machen wir es mal auf die vorgeschriebene Art und Weise und nehmen das Hämmerchen. Ach, wie süß. Mit zwei Händen. Ein Zweihandhammer. Ja. I can't believe this is happening. Remember. Guilty is a dirty word. Ja, und das hat jetzt schon gereicht? Ach, na gut, wenn ihr denkt. Ab geht's mit dem Glendale zum zweiten Geschworenen. Wieso eigentlich bloß zwei Geschworene? Ich meine, so eine Geschworenen-Jury besteht auch aus viel mehr Leuten. Nebenbei bemerkt, finde ich das Justizsystem der Amis vollkommen hirnrissig, also... Ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommen kann, völlig beeinflussbare Leute, die totale Laien sind und überhaupt keinen Plan von der Materie so richtig haben, darüber entscheiden zu lassen, ob jemand schuldig ist oder nicht. Also wer sich das System ausgedacht hat, der gehört eigentlich schon an die Wand gestellt irgendwo. Ich verstehe nicht, wie man auf so ein System weiterhin aufbauen kann, in der modernen Zeit auch. Also dass sich da noch nicht genug Kritiker gefunden haben, um das abzuschaffen, wundert mich schon sehr. Sicherlich gibt es da welche, aber naja. Achso, so war das jetzt aber nicht gedacht. Hahaha! Na, so ein Zufall! Und schon wieder Hammer. Danke, Mr. Span Express. Komm her! Komm raus! Komm schon, du Sau! Komm her! Steig aus! Giorgio sends his regards. So, und offenbar reicht das ja schon, dass der gute Giorgio seine Freiheit genießen kann weiterhin. Dann haben wir natürlich gern geholfen und gern die 400 Dollar eingesteckt. Immerhin, wir haben schon 900 Dollar, ne? Da können wir schon fast das Koksgeld zurückbezahlen. Das ist bestimmt bloß ein... Ups, ich dachte, hier ist eine Gasse rechts, links. Das ja bestimmt nur ein paar Millionen waren.
Ach komm, jetzt gehen wir uns aber ziemlich auf den Sack hier mit dem Radio Espantoso. So, Wave waren die, die Nena hatten im Angebot. Also das ist der Weichspülsender sozusagen. Was haben wir noch? Ach, gar nichts, das ist aber auch schön. Angenehme Stille. Ja, so viel dazu. Wer da? Hey, Tony, it's Sonny. How's the suntan? Ach, halt die Klappe. We ain't got my money either, so I'm one of them myself. What are you doing? So tell me, what are you doing? I'm looking for the money, Sonny. Don't worry. I am worried, Tommy. That's my style, because I seem to have this problem in my life with unreliable people. Don't be an unreliable person, Tommy, please. Do us both a favor. I'm looking forward to hearing from you. Der ist ja schon ein bisschen penetrant und nervig, oder? Der Sunny, also... Ich meine, wir wissen ja, dass er ein Arschloch ist, dass er den guten Tommy nur ausnutzen will, aber... Trotzdem, also ein bisschen weniger penetrant könnte schon sein. Ich meine, wir haben gerade mal einen Tag oder so rumgebracht. Wart! Seit, Was? Get to the payphone next to the mall in Washington. Warum? Warum sollte ich? Oh, kann man hier was kaufen? 1102. Was haben wir denn da Schönes? Drücke Tab, um 1102 Washington Street zu kaufen. Preis $3000. Was? Für das Haus $3000? Ja, die Immobilienpreise damals, die waren schon akzeptabel gewesen, würde ich sagen. Ach komm, da schlagen wir mal zu. Was? Ach so, natürlich. Wir haben noch gar keine 3000. Ja, dann müssen wir mal weiter Jobs erledigen. Ach, der wohnt im Hotel. Aha, Hotel Harrison. Was haben wir hier? Ah ja. Alles klar. Na dann, los geht's. Aufruhr! Tommy, any progress? No, tell me later. Tommy, den kennen wir doch. Carrington, I believe you met at the party. Not in person. Howdy. Avery here has a proposition. Haven't we got other things on our mind? I'm trying to keep the wolves from the door. So could you please cut me some slack? I'm stretched like a wire, and even if I'm dead by the end of the week, I'd like to think that I didn't die poor. Now just calm down, both of you. Son, you help me, and any greaseballs giving you a hard time, I'll see to it they take a long dirt nap. Okay, what can I do for you? This delivery company's got its depot on some prime land. They won't sell. They're hanging on like a big old prairie rat. So we gotta go in there and smoke that vermin out. Head on down there and stir up a hornet's nest. The security will have their hands full, and then you can sneak in and put them out of business. And you could drop by Raphael's for a change of clothes. You might be there a while, but yeah, go for it. Show me the Raphael. The balls drop like they should. Stop by my office sometime. That's a cool text. Anyway, lawyer pricks, rug-wearing pricks, surrounded by pricks. Ja, nur Idioten, das stimmt schon. Ja, ein cooler Texaner ist das auch. Ja, der riecht immer so knödelig. Das ist schon ziemlich cool. Ja, was sollen wir uns eigentlich schon wieder bei Raphael umkleiden hier? Ja, den Bullen haben wir jetzt nach Möglichkeit nicht. Die Laterne ist egal. So, schauen wir mal, was es jetzt Tolles gibt. Hallo! Ich hätte gern die neueste Mode. Wir waren ja gerade erst da gewesen, aber ich möchte mal sehen, ob es wieder neuen modischen Schick gibt, also wirklich. Yeah. Das gibt's also in einem super Klamottengeschäft zu kaufen, ja? Wir haben unser tolles Hawaii-Hemd wieder an, aber auch eine wunderschöne Latzhose von Spandex. Und eine noch viel wunderschönere Trucker-Mütze dazu. Na, wenn das mal keine coolen Klamotten sind, also so will ich immer rumlaufen. Na, wollen wir mal schauen, wo es hier hingeht, also... Vielleicht treffen wir ja die Village People oder so und bilden den Sechsten in der Bande. Da würden wir ganz gut reinpassen, glaube ich. Ja, wir sehen schon toll aus, also wirklich. Bunch of Tools, da können wir wahrscheinlich andere Schlagwerkzeuge kaufen oder so. Oder wir können Hämmer kaufen, wir haben ja zum Glück keinen Hammer. Ging das jetzt bloß mir so, oder habe ich erstens einen Autoschlag, der auch im Eck, um die Ecke fahren sehen?
Und zweitens ist er gerade einfach verschwunden, nachdem ich zurückgeguckt habe. Offenbar. Was gibt's hier? Also wenn es Frauen wären, würde ich auf eine Autogrammstunde von Brad Pitt tippen oder sowas. Aber hier, na vielleicht. Oh, jetzt habe ich gar nicht geguckt, was ich machen soll, aber ich nehme mal an, die Leute verprügeln. Vielleicht. Ja. Vielleicht Hundezwinger oder sowas. Also hier, Hundekämpfe. Ich mach mal ein bisschen mit. Pam, in die Fresse. Und pam, in die Fresse. Huch. Ja. Massenkeilerei. Zerstöre die Transporter auf dem Gelände. Alles klar. Du kannst explosive Fässer anvisieren und abschießen, aber bleib auf Distanz. Ach, tatsächlich. Pam. Lass mich in Ruhe. Da war es nur noch einer. Schießen wir mal auf das Fass. Das bringt natürlich genau nichts. Aber das noch deine ist, klauen wir den einfach mal. Pam! Voll in den Haufen rein. Voll in den Haufen rein. War's ein Spaß. Ui, gibt's Muni. Muni. Her damit. Wunderschön. So, und die Kiste würde ich sagen, die versenken wir jetzt irgendwo. Oder. Halt. Geht's hier irgendwo? Ach. Vielleicht können wir das Ganze hier entsorgen. Wunderbar. So. Schubs. Platsch. Haha, Mission erfüllt. $1000. Na, wundervoll. Du kannst jetzt Aufträge von Avery Carrington auch annehmen. Na, warte. Bitchen. Ja, so siehst du auch aus. Du Arsch. Hab ich dich erwischt? Scheiße. Der hat's aber verdient. Aber Mama, der hat's verdient. Der hat mich überfahren. Ich will doch eigentlich gar niemanden was. Hilfe. Na komm, wir flüchten uns mal zum guten Avery. In den Schoß des alten Mannes. Schlagende Argumente. Schönes Haus. Ja, warum auch immer der da mit seiner Limousine drin war. Come in and park yourself on the hide, son. Jo, geht klar. Hell, my daddy used to say, never look a gift horse in the mouth. And by golly, he never did. Would you like a drop of the old Kentucky? No, thanks. A clean thinker. I like that. Now, the property business isn't all about highfalutin paper pushing. It's about dirt and the will to claim that dirt. You with me, son? Oh, yeah. Well, I need some tenacious bastard to let go of some dirt. And you look to me like the kind of guy to persuade him. Persuasion's my forte. Yeah, he'll be down at the country club, down on the golf course. They don't allow guns, so his bodyguards won't be packing lawgivers. Go beat 8 tons of crap out of him. Here now, I got you a membership. And boy, you're gonna need more appropriate clothing. This yeah. is my new friend. I never had a friend with a weight before. Dann sind wir jetzt also offenbar Mitglieder im Golfclub. Haha. Wir helfen der guten Polizei doch immer. Yeah. Kick him around. Sieht er mich? Nö. Wild style. Oh, we like to party, rock the party. Yeah, we like to party, rock the party. Verzeihung, gute Omi.
Jo, dann kleiden wir uns schon wieder neu ein. Das wird ja ein richtiges Kleiderwechselspiel hier. Mal schauen, was es jetzt gibt.